Hallo und herzlich willkommen, ich bin Sans und ich begrüße euch zurück im LS22 in Rehbach und heute im Timelapse. Zumindest starten wir im Timelapse, wir werden glaube ich nicht das ganze Video im Timelapse verbringen. Aber ich hatte ja gesagt gehabt, dass ich noch ein bisschen im Juli mit euch weitermachen werde, denn es ist einfach viel zu tun. Und von daher, ich habe das hier nebenbei immer mal so ein bisschen gespielt und... ist jetzt aber jetzt auch nicht so spannend, ne? Wir kennen ja die ganzen Steps alle schon, von daher. Aber damit ihr trotzdem wisst, was so alles abgegangen ist in der Zwischenzeit, denke ich, macht das schon Sinn. Genau, also hier werden jetzt noch die letzten Silagebeeren eingesammelt vom Feld. Und dann ist allerhand zu tun. Ne? Ich habe ja bis zum Monat Juli auch dann, ne? Es ist ja bei mir immer so, die Monate, bevor viel Action ansteht, mache ich meistens ein bisschen smoother, halt alles so ganz grob am Laufen und die intensivere Hofpflege mit wirklich mal alles wieder auffüllen, Produktionsgebäude mal wieder so up to date bringen und so, dass alles da passt, das hebe ich mir dann meistens für die Zeiträume auf, wo dann vielleicht auch Curseplay und Co. auf den Feldern, ja, quasi mit den Helfern läuft. Und ja, ihr habt jetzt gesehen, ne, wir haben jetzt die Silage schon mal geparkt. Hier kippe ich nochmal den Weizen bei mir in den Anhänger und werde das in das andere Silo fahren, beziehungsweise werden wir hier auf alle Fälle vorher die Hühner füttern. Und gleich vornweg, ihr werdet es gleich sehen, der Sense hat mal, das Glück ist, im Timelapse kommt das nicht so rüber, aber der Sense hat es mal wieder nicht so richtig hinbekommen. Ne? Es ist und bleibt einfach hakelig mit diesen... Ja, ne? Ihr habt ja gesehen, da habe ich dann den Trigger gefunden, hat er dann doch nicht gefunden. War irgendwie alles ein bisschen Murks, ne? Weil er dann immer durch das Ansetzen, durch das Ankippen, ging es dann wieder zurück. Da habe ich mir, also da war ich dann irgendwie von dem Triggerpunkt runter und da habe ich es dann einfach andersrum nochmal versucht. Ne, jetzt stehen wir relativ schön dran. Ich weiß, ich habe die Lenkachsensperre drin, die Drehschimmelsperre. Also ich habe die theoretisch als Mod da, habe sie hier aber nicht aktiviert. Ich glaube, dann später haue ich die dann auch wieder rein. Naja, ab und zu will ich dem Ding halt mal ein bisschen eine Chance geben, nochmal zu üben, aber es ist halt was anders, ne? Gegebenenfalls kann das auch sein, dass das besser funktioniert, wenn man mit einem Lenkrad spielt, ne? Ich spiele ja nur mit Gamepad tatsächlich und ja, aber unterm Strich, was soll der Geiz, ne? So, jetzt geht's hier einmal hoch. Wir haben den Anhänger leer, wir brauchen totale Mischration für unsere Kühe. Und die holen wir natürlich bei uns im Agrargebäude, in der Agrarproduktion ab. Ah, ich weiß noch nicht, wie lange ich mich das glücklich machen wird, hier jedes Mal hoch zu eiern. Ne, das war ja das, was ich schon mal sagte, dass mir die Entfernung dann... Ne, ich mag ein bisschen Gefahr, aber ich kann es noch nicht genau einschätzen. Das wird sicherlich nichts von heute auf morgen, dass wir da ein neues Gebäude hinschrauben, irgendwo anders, was ein bisschen näher ist. Aber perspektivisch könnte ich mir das schon vorstellen, dass wir da nochmal ein bisschen umplanen und das alles ein bisschen mehr beieinander haben. Ja, aber ja, wie gesagt, aktuell bin ich mit dem Gebäude soweit zufrieden. Ich mag ja auch die Rezepte und die Produktion, die es da gibt. Ja, hier liegt noch ein Strohballen, ne? Und ich habe dann hier auch nochmal ein bisschen abgeswitcht, damit der, ne, weil wenn ich nach hinten abkippe, dann dreht hier das Fahrzeug durch und stößt an der Decke an. Das wollte ich dann nun auch nicht. So, Kuhstall ist immer noch nicht voll. Das heißt, wir müssen theoretisch noch eine zweite Ladung holen. Hier habe ich jetzt auch die Lenkachsensperre reingehauen. Ich will jetzt erstmal auf jeden Fall zusehen, dass wir wieder ein bisschen Silage und Heu in das Produktionsgebäude bekommen, ne, damit wir eben neue Silage produzieren können. Hier gibt es jetzt erstmal noch den Grasballen plus den zweiten Grasballen, den werden wir jetzt erstmal auf dem Hof räumen. Ne. Ihr wisst ja, für die Schäfchen, falls sie dann irgendwann mal kommen sollten, keine Ahnung, wann wir das mal einplanen, eben wenn wir die Kohle haben, da habe ich mich erstmal schön festgefahren. Hast du das wunderschön, ich merke das hier gerade, so ein Timelapse ist so super, weil man im Timelapse einfach überhaupt nicht merkt, wie nervig das war, ne? Weil das halt alles, ne? Wir spielen ja hier in vierfacher Geschwindigkeit und da kommt das alles gar nicht so rüber. Ja, da habe ich mir gedacht, okay, könnte man ja vielleicht Silage holen. Habe ich erst nochmal gecheckt, was wir so brauchen. Ne? Könnte man Silage holen und dann einfach sich die Heuballen vorne dran schnallen. Hier müssen wir jetzt erstmal die Ballen abladen, ne? Denn die sind ja noch nicht gegärt, das ist ja noch der alte Krempel. Und dann wird jetzt hier ein bisschen was aufgeladen. Und ich wollte das diesmal gleich vollhauen.
Deswegen, ich weiß gar nicht, wie viele Beine ich unterm Strich mitgenommen habe. Ein paar waren es auf alle Fälle. Der Wagen ist nicht voll gewesen, aber ich glaube, ich hätte einen mehr noch reinbekommen. Und am Strich waren es dann, glaube ich, irgendwas um die 94.000 Liter, was ich dann abgeliefert habe in der Agrarproduktion. So, 15, 16, 17, genau, 17. Ich glaube, 18 Ballen wären gegangen, rein rechnerisch. Ja, die haben ja 5.500 Liter. Und genau, sind 55.000 Liter. Drei Ballen, ja, ich habe keine Lust gerade zu rechnen. Ihr rechnet es euch selber aus, sind auf alle Fälle knapp über 90.000 Liter oder so in dem Dreh. Ja, und da habe ich gedacht, eben die paar Ballen vorne dran, aber es klappt halt eben nicht so, wie ich es mir vorgestellt habe. Von daher habe ich dann unterm Strich bloß zwei Heuballen mitgenommen. Die Heuballen wiederum haben einer jeweils, ich glaube, 11.000 oder 9.000 Liter. Ja, ich glaube, es waren 9.000 Liter. Ja, unten steht es, 18.000 Liter haben wir insgesamt. Das heißt, ne, die 17 Ballen Stroh. Stroh, 17 Ballen, ich sehe, weil das unten aussieht wie Stroh. 17 Ballen Silage und nochmal 2 Ballen mit je 9000 Litern an Heu. Das geht jetzt hier erstmal rein. Und ja, da geht dann noch auf alle Fälle eine zweite Ladung. Ich muss gerade mal hier gucken, wie lange das Timelapse hier noch läuft. Könnte sein, dass ich da gleich nochmal eine kleine Truhe drehe. Könnte aber auch sein, dass hier gleich Cut ist. Boah, auf alle Fälle geht es erstmal zurück mit dem Fahrzeug. Aber ich würde sagen, wir springen trotzdem einfach ins Game und dann können wir das ja uns direkt nochmal live anschauen. So, und da sind wir das Wägelchen zurückgeparkt. Ne, der steht jetzt hier und wir können jetzt mal ganz kurz nochmal reinschielen. Also, ich habe Produktion. Hier oben jetzt genau die 18.000 Liter. Das heißt, wir müssten hier mal noch ein paar Heuballen einfach nochmal hochbringen. Und das würde ich tatsächlich dann vielleicht einfach doch mit dem Ladewagen nochmal machen. Komm, das ziehen wir jetzt noch einmal durch schnell. Wir können ja in der Form automatisieren, dass wir ihn dann einfach über Autodrive hochschicken. Vielleicht, obwohl ne, mit dem Führer, glaube ich, ist das keine so geile Idee. Ja, die Frage ist auch, ne, wie komme ich jetzt hier ran? Hier stehen jetzt noch drei Heuballen, ne? Ich hol die mal hier hinten raus. Ich glaube, das macht schon Sinn, wenn wir die jetzt hier einfach nochmal rausholen. Zukünftig wird das dann, denke ich, einfach alles direkt hinterwandern. So, mal gucken, ob wir hier irgendwie mit dem Kram hinterkommen. Ey, das ist einfach too much schon alleine, weil hier... Ah, nee, das ist einfach nur too much, weil wir hier... Wow. Ja, genau. Einfach nur too much, weil wir an der Decke angestoßen sind. So. So, den letzten noch. Dann haben wir wieder den typischen Move, ne? Wenn der Sense mal wieder in die Innenansicht wechselt und es kurz leckt. Okay, sehr schön. Hakelt heute ein bisschen. Ich glaube, ich habe das Schnittprogramm im Hintergrund noch offen, weil ich ja gerade das Voice-Over bequatscht habe für das Timelapse vorneweg. Muss mal gucken, ob das hier so funktioniert oder ob der PC dann sagt, nee, kein Bock auf diesen Mist. So, damit haben wir 9.000, 18.000, 27.000. Und dann kommen wir noch auf 36.000 beziehungsweise 45.000 mit dem Rest. Plus die 18.000 Liter, die ja schon da sind, sind wir bei 54 und 63.000 Liter Heu. Das ist das, was wir dann in der Agrarproduktion dann drin haben. Und ich überlege noch. Vielleicht fahren wir es doch auch einfach selber. Zumindest hin, zurück, findet er dann sicherlich den Weg zum Hof von ganz alleine. Und da können wir uns dann nochmal anderen Sachen widmen. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir für... Ob,
ob es hier überhaupt einen Kurs gibt. Nee, hier gibt es keinen Fahrzeugkurs. Zumindest nicht von der Straße hier. Der führt, glaube ich, unten lang an den Feldern. So, einmal wieder ohne nach links und nach rechts zu gucken, über die Straße gebrettert. Und weil sich beschwert wurde, dass ich immer schlechtes Wetter habe, wenn ich spiele. Ja, es ist ein bisschen bewölkt, aber an sich gefällt es mir ganz gut. Es ist trotzdem schönes Wetter, es regnet nicht, es ist nicht Nacht. Und ich glaube, das war es auch nicht in der letzten Folge. Ich muss vielleicht einfach mal die Folgen mitzählen. Ich weiß auch, dass es eher, dass es nicht zu ernst gemeint war. Weil ich da einen Kommentar hatte, dass es immer so ist, als wenn bei mir ganz schlechtes Wetter wäre. Aber letzten Endes, ne, wir spielen halt, wie wir spielen. Das ist halt, ne, was halt gerade ansteht. An manchen Tagen ist es ein bisschen weniger, an anderen ist es halt ein bisschen mehr, was los ist. Aber wenn halt nun mal im Juli viel anfällt, dann wird halt im Juli gespielt. Ja. Und ich glaube, wenn es richtig regnet, können wir ja sowieso nicht ernten. Also zumindest kein Getreide. Und von daher, genau. Und klar, wenn wir sowas machen wie jetzt Hackschnitzel und so, das geht nun mal nur im Winter. Also wir könnten zwar die Hackschnitzel vorher machen, aber das funktioniert halt, ne, dann müssten wir die wieder einlagern und so. Also warum den Kram dann nicht einfach im Winter direkt weghäckseln und dann einfach direkt mit verkaufen, ne? Das macht schon auch am meisten Sinn. So. Einmal abladen bitte. So, damit haben wir jetzt auf alle Fälle alles, was mit Heu zu tun hat, vom Hof runter. Das nächste Heu müssen wir dann erst wieder übermähen, ernten etc. Ne? Da wird kein Weg dran vorbeiführen. Ich weiß gar nicht so richtig, komme ich hier... Hänge ich hier, glaube ich. Mit straffem Einlenken, nee, das klappt nicht. Ach, es ist einfach zu groß. Es ist einfach so mit dem Wendekreis und so. Das ist das, was mich halt einfach ein bisschen nervt. Ne, ich muss hier, ne, übertrieben gesehen, ich muss den hier so dämlich rumschieben, weil ich sonst einfach nicht an den Teilen vorbeikomme. So, okay, check. Gucken wir mal, schafft das, wenn ich ihn hier auf die Spur schicke? So, ich denke mal, ich gehe mal davon aus, ne, klappt nicht, bleibt hier schon wieder hängen. Ja, könnte mit dem Anhänger ein bisschen schwierig werden. Der ist halt nun mal breit. Von daher verstehe ich das auch. Probieren es trotzdem. Mal gucken, wo er hängen bleibt. Werden wir ja sehen, ob es irgendwo blockiert. Genau, hier die BGA sieht ja noch gut aus. Ne? Hier sind momentan, hier ist noch Silage drin. Das läuft hier auch alles schön über die Ballen, die hier dastehen, leer. Ansonsten haben wir jetzt hier noch da liegen. Ne? Einmal noch zum Gären, nochmal zum Gären. Das ist fertig. Das ist fertig. Hier ist auch fertig. Und hier ist auch fertig und die sind natürlich auch noch fertig, ne? Also das heißt, wir haben schon noch ein bisschen Silage, die wir hier reinstopfen können. Wir haben hier noch ein bisschen Gülle an Vorrat. Wir müssen uns auf jeden Fall überlegen, wie wir das machen mit dem Mist. Was haben wir hier gerade? Hier ist gerade Gülle. Ich habe nämlich schon Gülle angefangen zu fahren. Die können wir, ne, nicht Gülle, Gärreste. Muss man neue Gärreste holen. Da kriege ich es weg. Jetzt kriege ich es weg. Da brauche ich kein Autodrive für. Und da können wir nämlich das Feld noch fertig ernten, fertig düngen. Und ausmessen müssen wir auch noch. Ne? Also ihr seht, da ist auf alle Fälle noch ein bisschen Programm. Und neben dem Ausmessen können wir noch mal kurz reinschielen. Moment, wir halten mal kurz an. Wir machen das, wir nicht wieder hier irgendwo einen Unfall bauen. Also, wir haben auf alle Fälle die TMR, also die totale Mischration, haben wir jetzt wieder einen Auftrag gegeben. Eine Biogasanlage läuft. Da könnte man nochmal gucken, ob man ein bisschen Gülle auffüllt. Ne, Wasser sieht theoretisch auch noch gut aus. Da müssen wir jetzt nicht unbedingt agieren. Wir haben keine Milch mehr. Die müssen wir im Kuhstall nochmal holen. Juli, Juli, Juli. Haben wir den Eukalyptus? Hatten wir schon verkauft, ne?
und Silageproduktion ist nicht. So, bei den Kühen ist auf alle Fälle Milch vorhanden, so wie auch noch Gülle. Also das können wir in jedem Fall rüberfahren. Mist zeigt er hier witzigerweise nicht an, aber da ist auch erst gerade so Mist entstanden. Ne? Das Stroh ist jetzt voll. Bei den Hühnern sieht es gut aus. Da habe ich ja gesagt, will ich jetzt erstmal das so laufen lassen. Wir beobachten das. Wir werden die männlichen Küken werden wir verkaufen, wenn sie ausgewachsen sind. Und dann wahrscheinlich immer wieder bei denen ein bisschen abspecken. So wird, vermute ich, jetzt mal in die Richtung der Plan gehen. Und dann können wir noch mal reinschielen. War jetzt hier, nee, das war genau das Angebot. Sehr schön, sehr fein. Wie sieht es jetzt in unserer Anzeige hier aus? Juli, 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 genau, die Zypressen. Aber das haben wir eigentlich alles erledigt gehabt. Das haben wir verkauft. Und damit ist das Thema hier durch. Also, ergo nur noch düngen. Und wenn wir gedüngt haben, dann können wir uns um das neue Feld noch kümmern, wenn wir wollen. Das müssen wir aber auch nicht diesen Monat ansehen. Das können wir auch im Juli, August, im September ansehen, soweit ich das in Erinnerung habe. Denn wir wollen ja dann mit Gerste arbeiten. Und die Gerste, na, das reicht im September. Da ist zwar theoretisch das andere noch nicht fertig, aber da hätten wir dann wieder ein bisschen, ne, ich würde mir das jetzt einfach noch mal ein bisschen aufschieben. Würden wir das einfach noch ein bisschen aufschieben, denn im September ist dann auch noch mal ein paar andere Sachen, die dann dran sind. Dann können wir vielleicht die Gewächshäuser noch mal mit Wasser auffüllen. Dann müssen wir vielleicht oder können schon mal vorbereiten, ein paar Ladungen durchzuführen. Ne, wir brauchen dann auch noch mal einen neuen Anhänger. Wir brauchen für die Eier theoretisch einen zweiten Anhänger, wenn wir den so diesen kleinen Tiefladeanhänger, sofern wir den einen Tiefladeanhänger beim Käse stehen lassen wollen. Na, das müssen wir uns ja noch mal so ein bisschen durch den Kopf gehen lassen. Was ich noch vermisse, ist tatsächlich noch ideal, noch gute Vorschläge, wie wir das mit dem Holzhäckseln machen. Da gab es bisher noch keinen Kommentar von euch. Keine Ahnung, wie wir das dann letzten Endes angehen. Bin ich mir echt unsicher, wie ich es machen will. Wie sieht es denn hier aus? Wir haben hier drüben, hab ich aufgehört, genau. So. Ja, neuen Spielstand geladen. Ich weiß nicht. Also vom Prinzip ist hier. Nee. Vom Prinzip ist hier eigentlich, glaube ich, fast überall genügend Stickstoff auf dem Feld. Ne, selbst die roten Flächen sollten die 60 Kilogramm pro Hektar überschreiten. Ne, also keine 100% Gewähr dafür, aber ich glaube, so schlecht sieht es eigentlich gar nicht aus. So, wie macht man das jetzt hier? Ich könnte jetzt hier mal... hier nochmal ein Stück rüber, ne? So. Kommt jetzt ja wie... Also, ne, es kommt ja nicht auf einen Millimeter drauf an. Nicht, wenn man hier mit dem Kram so düngen, passt das schon. Bei den Feldern, die dann, ne, bei der Gerste bin ich dann eher am überlegen, ob ich nicht eher mit Mineraldünger düngen möchte. Denn das lässt sich mit den Fässern hier immer ganz fürchterlich realisieren, wie ich finde. Und da kriegen wir halt nicht den idealen Wert hin. Ne? Hier ist es immer perfekt. Egal wie viel Stickstoff wir auf dem Grasfeld haben. Das ist, das läuft einfach. Ne? Ich glaube, ich kann hier ausmachen. Wenn hier in die nächste Spur noch reingehen. Ich glaube, auch das passt, wenn wir da einfach hier starten. Einmal angeworfen, den Kollegen. Genau, und dann soll der hier seine Spur zu Ende fahren. Ich habe tatsächlich darüber nachgedacht, dass wir uns dann auch so einen Feldrandcontainer kaufen werden. Da habe ich Bock drauf, ne, dass man immer nicht mit diesem kleinen, also wir werden vermutlich das kleine Fass behalten, werden aber mit so einem Teil als Feldrandcontainer sicherlich Zwischenarbeit. Ne, kriegen wir 55.000 Liter rein und das ist einfach eine coole Sache, weil ich dann einfach am Rand auftanken kann und nicht immer bis zur BGA zurück muss. Ne? So dieser Weg, den wir hier immer haben, vor allem mit dem Bührer, der ja auch nicht unbedingt der schnellste ist, nervt mich das dann tatsächlich schon. Andersrum betrachtet ist es dann schon die Überlegung wert, wenn wir schon in so einen Teil investieren, ob man nicht doch
auch das Gerstefeld damit düngen. Ist halt, ich habe das noch nicht so ganz gecheckt. Ne? Ich habe das ja an der Ostseeküste schon probiert gehabt. Vielleicht liegt es auch einfach an der Multiplayer-Karte. Aber das mit dem Menu-System und dem ganzen Krimskrams, also sprich, dass wir den idealen Stickstoffwert aufs Feld bekommen mit einem Güllefass, das hat irgendwie nicht so funktioniert, wie es funktionieren sollte. Ich würde gerne mit Gärresten düngen, aber keine Ahnung. Wo haben wir das überall mit drin? Bei dem hier gibt es John Deere Manual Sensing. Aber der hat halt wieder diesen Ausleger hinten dran. Keine Ahnung, wie man das nennt. Und damit kann ich nicht so cool düngen wie mit manch anderen Sachen. Ne? Das ist halt für das Saddle Track Pack. Und da braucht es halt auch wieder. Ne? Der macht ja auch nicht von alleine. So, die Anaburger. Anaburger. Die laufen ja ganz geil. Ne? Die finde ich ja ganz cool. Mit den 18 Metern. Da gibt es wiederum auch kein Manual Sensing. Und der hier, der läuft aber auch wieder nur mit Anbauteil. Ne? Das ist alles ein bisschen anstrengend, wie ich finde. Ne? Das ist halt mein großes Problem an diesen Fahrzeugen. Weshalb ich lieber eigentlich, vielleicht liegt es dann aber auch genau daran, dass ich deswegen, obwohl ich habe es ja mit den anderen Sachen auch schon probiert. Ne, hier können wir auch bloß Gülle transportieren. Es gibt hier, glaube ich, noch den Josken. Den hier, ne? Das ist auch als Mod. Der hat 12 Meter. Und den gibt es aber auch nicht mit Manual Sensing. Misst Stickstoffgehalt der Gülle. Dadurch, dass der Stickstoffgehalt in Gülle nicht homogen ist, garantiert dieser Sensor immer die gleiche Ausbringmenge auf dem Feld. Ja, also das wird es schon irgendwie brauchen, wenn man es gut machen will, ne? Ist halt die Frage. Könnt ihr ja auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das macht. Ne? Bitte mit Info dazu, damit ich weiß, worauf ihr euch bezieht. Timestamp oder dass ihr einfach dazu schreibt, wie ihr denn düngt. Vermutlich wird es halt vielleicht dann doch einfach eine Gärreste trocken. Ah, dann ist, ja, es ist die Frage, ne, wozu braucht man dann den Feldrandcontainer? Dann reicht vielleicht doch auch einfach der Josken. Ich muss es mir mal noch durch den Kopf gehen lassen, ne? Oder man findet irgendeine Lösung, die halt anders ausschaut. Ich weiß es einfach noch nicht. So, zurück zum Feld. Ne, wir können jetzt theoretisch auch schon springen. Ne? Wir können ja auch noch, glaube ich, einen Monat vorher fertig düngen. Aber wir müssen auf jeden Fall auch noch auffüllen. Ich würde sagen, wir schieben ihn hier jetzt gleich nochmal drauf und dann lassen wir aber den Helfer einfach rumwerkeln. So sieht es ja ganz gut aus. Ne, ab und zu haut er hier noch mal ein bisschen was drauf. Ne? Ja, wie gesagt, bei dem Feld mache ich mir halt keinen Kopf, wenn das irgendwann ausgedüngt ist. Dann passt das schon. Da fehlt tatsächlich eine kleine Ecke da oben. Ich sehe es gerade. So. Lass mal jetzt mal den Helfer hier einfach noch ein bisschen düngen. Der wird hier automatisch auch drehen, hoffe ich. Werden wir uns schon mal gut anschauen. So. Okay, bei dem hier. Anhänger. Ne, den müssten wir schon auch wieder zur BGA stellen. Der nervt hier sonst nur. So, ich glaube, dass wir das Teil hier erstmal parken können. Zack. Steht, glaube ich, nicht zu sehr im Weg. Anhänger vor und dann müssen wir ein bisschen was noch umfüllen. Also vor allem das mit der Milch ist noch spannend. Das sollten wir machen. Ne, dass da noch Käse verarbeitet werden kann für einen Verkauf dieses Jahr. Denn so viele, obwohl ein paar Paletten stehen schon rum. Ne, das wird sich auch lohnen, bin ich mir ziemlich sicher.
Na, jetzt hat er ein bisschen spät reagiert. Egal. Abgeladen ist abgeladen. Halt. Falsche Einfahrt. Oh, querfällt ein hier. Abkürzung. So. Und wo ist jetzt unser... Wo ist denn der überhaupt? Tatsächlich. Wo ist unser Fass zum Milch- bzw. Wassertransport? Das kann jetzt eigentlich nur vom Produktionsgebäude stehen. Oder da, wo wir Wasser brauchen. Da gibt es ja nicht so viele Möglichkeiten. Da hinten steht es, ich sehe es. Wo ist hier noch genug Wasser? Kann man hier nochmal voll machen? Jetzt überladen starten. Hülle muss auch schon wieder aufgefüllt werden. Naja, werde ich wahrscheinlich dann gleich nochmal mit angehen. Wir machen jetzt erstmal noch schnell die Milch. Und ja, seht ihr, ne? So schnell kann man noch ein bisschen Zeit verbraten hier. Ist schon immer noch allerhand zu tun, ne? Und es wird natürlich auch nicht weniger, je mehr wir dann unterm Strich an Gebäuden haben, an Ländereien haben, an Zeug, was gemacht werden muss. Bei mir ist ja auch immer so, ich mag ja am liebsten die Anfangsphase. Ne? Das heißt, die Phase, wo man anfängt, wirklich so mit ein, zwei Feldern sich so ein bisschen Kohle zu erwirtschaften und so, das ist das, was mir ja auch am meisten Spaß macht. Oh, Sperre wieder reingehauen, damit das ja einfach ein bisschen flotter jetzt noch geht. Dann können wir die wieder rausnehmen. Oh, 8000 Liter, genau, und dann werde ich das da noch ein zweites Mal auffüllen. Ja, und dann würde ich aber auch sagen, belassen wir es auch bei der Folge, ne? Ihr seid wieder ein bisschen up to date. Nächste Folge werden auf alle Fälle Steine gesammelt, das verspreche ich euch. Dass wir da vorwärts kommen. Und Steine sammeln, genau, ansehen. Das sind so die Sachen, die beim nächsten Mal mit auf dem Programmplan stehen. Und ja, dann bewegen wir uns ja dann ganz, ganz langsam auch in die Richtung, wo wir dann Eier verkaufen, wo wir den Käse verkaufen, wo wir auf den Winter zugehen. Und im Winter werden wir dieses Jahr nochmal, denke ich, gut Kohle machen mit den ganzen Bäumen, die da sind, die wir ja alle klein häckseln möchten. Und da müssen wir ja auch nochmal gucken, was wir uns da auch nochmal ranholen für Fahrzeuge. Also wird auf jeden Fall, es bleibt spannend. Und von daher, ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Tschüss, tschüss.